Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es geht weiter mit der Runaway Teen Challenge. Und wir sind natürlich wieder hier mit unserer Amaya, die hier gerade mit Bertha chillt. Und ich würde direkt zu Anfang sagen, da wir es jetzt ja gerade ein bisschen schwierig haben und wir natürlich irgendwann auf unsere 10.000 Simoleons kommen möchten, ich habe mir Gedanken gemacht und ich werde mir jetzt Wintersamen-Paket kaufen. Aber die kann man gar nicht haben. Gut, dann hat sich das auch erledigt. Ich hätte sie mir aber an sich gekauft, weil gerade kommen wir jetzt ja irgendwie ein bisschen schwierig an Geld. Der letzte Part war sehr überfordernd, aber Dinge passieren. Elaine, stopp! Warum sind die immer bei uns? Ich habe NPC-Abstimmung deaktiviert. Warum kommt dann trotzdem dieses Dings? Achso, es ist nicht richtig in Kraft gesetzt. Aber hier steht, dass es sofort in Kraft tritt. Aber egal. Anscheinend hat es ja nicht gezählt. Dann ist es mir auch egal. Dann schmeißen wir unseren Müll mal weg. Ich möchte meinen... Achso, das ist die Essenz, ne? Ja, okay, die schmeißen wir nicht weg. Aber wir haben hier noch Kochbananen. So, dann wühlen wir. Wir haben ja eh nichts Besseres zu tun in unserem Leben. Und vielleicht... Ich weiß nicht, was kann man hier drin finden? Nur Teile? Ist irgendwie auch lame, oder? So, alles, was hier verdorben ist, kommt da rein. Und auch wenn die Müllpflanzen nicht so viel geben, wie ich mir erwünscht hatte, ich nehme sie mit... Weil jeder Simoleon zählt. Außerdem hilft das, ihre Gartenfähigkeit hochzumachen. Früher oder später werden wir die dann wahrscheinlich verkaufen. Vermutlich spätestens, wenn wir dann ein Haus haben. Weil dann möchte ich nicht ja mit Müllpflanzen umgeben sein. Den Rest verkaufen wir. Es sind zumindest 120 Simoleons. Also man kriegt hier halt echt nichts, ne? Also ich habe mir echt irgendwie nicht so den besten Ort ausgesucht. Ist ein bisschen schade. Naja, solange müssen wir halt draußen pinkeln. Im Winter. Klingt sehr spaßig. Die Müllpflanzen sind gerade auch wieder ready. Das heißt, wir können die auch verkaufen. Sie fühlt sich halt hier immer so unwohl. Sie muss sich halt besser fühlen dafür. Das ist halt ein bisschen schwer. Dann soll sie mal in der Dusche singen. Weil ich meine, so bringen uns die Müllpflanzen ja auch nichts, wenn ich von denen das nicht verkaufen kann. Und dann soll sie mal weiter singen üben. In der Hoffnung, dass das hier irgendwie in irgendeiner Form hilft. Die Leute kommen zwar hier nicht zu uns, aber da kann ich jetzt auch nicht viel für. Drinnen eingesperrt, ey. Also irgendwas ist da auf jeden Fall falsch gelaufen. Ich weiß ja nicht, wo das hier drin sein soll. Amaya läuft Gefahr, ihren Lebensstil Naturfreaks zu verlieren. Warum auch immer. Oh, es ist schon mitten in der Nacht. Ups. Ein Teller. Das ist ja was. Ja, I'm sorry, girl. Du musst da jetzt durch. Sie ist glücklich, weil sie die Pubertät durchmacht. Was? So, bevor du hier stirbst, zieh dich mal lieber um. Und dann geht's zum nächstgelegenen Mülleimer. Das Leben macht Spaß. Rechnung, no! 161, das finde ich schon ein bisschen fies. Ich glaube, ihr Bestreben macht auch einfach gar keinen Sinn, oder? Also wir kriegen dadurch ja gar keine Punkte oder so. Also weil das ist halt größtenteils was mit Copperdale und so zu tun. Ich meine, das könnte man halt noch am ehesten probieren. Der Rest passt halt A nicht zu ihr oder B können wir das gar nicht so richtig erreichen. Und wir sind ja gerade dabei, halt Lebenszeitpunkte zu bekommen, damit wir vielleicht keine negativen Fähigkeiten mehr haben. Moodlets meine ich. Deswegen, ich glaube, das macht noch am ehesten Sinn. Dann begeben wir uns einfach mal ins Fitnessstudio. Da kommen wir auch sicherlich an was zu essen. Und wir laden Luna mal ein. Vielleicht möchte sie mit uns trainieren. Hi, Girl! Dann quatsch dir mal. Hier gibt es an sich doch nichts zu essen. Aber wir stellen hier einfach mal einen Kühlschrank hin und holen uns ein Sandwich. Ein Witz über Akne machen, finde ich auf jeden Fall passend bei ihr. Ich glaube, sie spielt das so ein bisschen runter. Aber ich glaube, innerlich stresst sie das sehr, weil sie es ja schon auf ihr Aussehen bedacht. Und dann lassen wir die beiden vielleicht einfach mal hier trainieren. Let's go! Sehen wir auch zum ersten Mal ihre Sportkleidung, glaube ich. Aber sie sieht so süß aus. Ja, sorglos wäre ja zum Beispiel schlau. Ja, also das werde ich wahrscheinlich dann... Darauf werde ich sparen. Sie mag Fitness nicht. Nö, nee, ich nehme das jetzt nicht an. Normalerweise nehme ich das immer an, aber sehe ich jetzt nicht ein. Wir haben uns hier gerade für eine Sache entschieden und dann will sie sagen, nö, das gefällt mir auch nicht. Das gibt's ja nicht. Vielleicht kann sie hier oben noch ein bisschen singen. In der Hoffnung, dass es Leuten gefällt. Hier wird sie wahrscheinlich auch eher ein paar Cent kriegen, als auf dem Marktplatz, hoffentlich. Guck mal, da hat schon jemand was hingeschmissen. 6 Simoleons. Crazy. Nochmal, yay! Level 4. Und 8 Simoleons. Wir sind hier fast am Start. Ja, ich glaube, es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Hallöchen, meine liebe Kuhpflanze. So, wir gucken mal. Tofu-Würstchen. Die hat sie sich auf jeden Fall verdient, sag ich mal. In letzter Zeit scheint bei Amaya irgendwie alles schief zu laufen. Eine schlechte Nachricht jagt die andere. Kann sie aufhören, 1000 Ängste zu bekommen? Schlechte Qualität. Och Mann.
Angst, die Eltern zu enttäuschen, Angst, verurteilt zu werden, Versagensangst. Ja, ich meine, die Angst vor dem Feuer ist auch schlimm, aber der Rest, das hat alles damit zu tun, dass die Angst hat, einfach nicht genug zu sein. Selbstwertgefühl ist nicht so hoch gerade bei ihr, ne? Deswegen würde ich mir ja wünschen, dass das hier mal mit irgendwas klappen könnte. Aber irgendwie sieht es gerade halt nicht allzu gut aus, ne? Mit Bertha zu spielen erhöht nicht das Sozialbedürfnis. Aber die Gartenfähigkeit. Lebensstiege von Adrenalin jagend. Wie geil. Das habe ich noch nie bekommen. Sims mit dem Lebensstil Adrenalin jagend suchen die Gefahr, das Abenteuer, manchmal sogar das Drama, um in den Genuss eines Adrenalinkicks zu kommen. Um diesen Lebensstil zu erhalten oder beizubehalten, solltest du gefährliche Orte erkunden, an Streitereien teilnehmen, draußen Teche Mächtel haben, eine gefährliche Karriere verfolgen und Aufregung in jeder Form suchen. Stelle nur sicher, dass du das Alltägliche vermeidest. Verschiedene Vorteile auf der Suche nach dem Kick, vermeidet langweilige Unterhaltung, gerät bei Bränden nicht in Panik, sondern findet Feuer spannend, erhöhte Arbeitsleistung in gefährlichen Karrieren, kann über neue Abenteuer reden und von der Kicksuche schwärmen, kann für den Kick kämpfen, wenn zu lange keine Aufregung erlebt hat, gelangweilt, wenn alltägliche Interaktionen und Sozialinteraktionen durchführt, wird angespannt, wenn zu lange keine Aufregung erlebt. Find actually, dass das so ein bisschen zu ihr passt zumindest. Also ein paar Sachen sind ein bisschen wild. Aber so ein bisschen ist es ja gerade so. Ich meine, sie ist von zu Hause weggelaufen und lebt jetzt quasi als Obdachlose. So ein bisschen Adrenalin ist das ja schon. Also es ist ja schon gefährlich so. I love it. Let's go to bed. Weil sie hat eh nichts Besseres zu tun. Und außerdem, sie lebt mit einer Kuhpflanze zusammen und so. Ich denke, dass das sehr passend ist. Ach süß, wie sie auf dem Bett hockt. Aber ist sie nicht ein bisschen kalt? Ich meine ja nur, schmerzender Po. Och Mann. Hier läuft auch nichts nach deiner Nase, ne? Die Frau ist verglitscht. Was? Auf einmal sind alle Sachen weg. Was zur Hölle? Ach nee, hier. 130. Yeah. Ich glaube, danach werden wir aber auch keine Müllpflanzen mehr machen. Weil es funktioniert ja eh nicht. Wenn sie diese Angst nicht hätte, dann würde es besser funktionieren. So joggen, um klaren Kopf zu bekommen, ist vielleicht eine Idee. Auch wenn es ein bisschen frisch ist. Aber das ist okay. Und dann muss sie duschen. Von Elaine nicht gemocht werden. Okay, ich wusste jetzt nicht, dass wir so dramatisch dabei sind. Aber sie fühlt sich gerade einigermaßen okay. Dann soll sie bitte alles verkaufen. Wenigstens eine hat sie verkauft. Immer wenn sie hier näher kommt, kriegt sie Aggressions, ey. Warum ist sie schon Level 4 Geschicklichkeit? Das ist voll krass. Was, wenn wir Jeremy nochmal eine SMS schicken? Ich meine, bisher hat er uns ja gezeigt, dass er kein Interesse hat, so. Aber ich weiß nicht, ich glaube, sie ist auch nicht der Typ, der dann aufgeben würde. Lass mal Luna einladen und dann auf die Schlittschuhbahn gehen. Ich fände es richtig süß. Look at her. Ich habe ihr eine neue Outdoor-Kleidung gegeben. Sieh so, guck mal, was ich hier habe. Süß aber. So, dann kommt mal hier hin. Unbehagliche Begegnung. Warum? So, Schneeflocken machen wir. Und da machen wir auch Schneeflocken. Yeah! Ich finde es ein bisschen süß, dass die zwei so ein bisschen was gemeinsam machen. Ich meine, in gewisser Weise bin ich ja auch ein bisschen tempted, ob ich die nicht doch mal romantisch miteinander interagieren lassen soll. Einfach um zu schauen, was passiert. Weil ich meine, die haben halt beide einen Crush aufeinander. Macht ihr jetzt zusammen noch einen Schneeengel? Sie schmeißt sich ja einfach hin. Was, wenn die dann zusammen ein Smiley in den Schnee machen? Das fände ich richtig süß. Süß. Ich meine, sie ist gerade auch kokett, ne? Was, wenn wir einfach mal sagen, wie toll sie aussieht? Okay, wir schauen einfach mal. Also, sie ist einfach so, ja, okay, danke. Aber ich glaube, sie denkt sich da nicht unbedingt was bei. Rumschmusen, ja. Das denke ich auch. Warum geht sie in mein Zelt? Oh nein, sie muss gehen. Das ist natürlich sehr schade. Aber, ja. Das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich mir das gewünscht habe. Judith Ward ist hier. Hi. Judith Scholz. Die hat anscheinend geheiratet. Wir dürfen nichts mit Erwachsenen machen, ne? Weil sonst hätte ich mir jetzt ein Autogramm geholt. Eine Müllpflanze gibt 5 Simoleons. Das heißt, wir könnten sie einpflanzen und dann so verkaufen. Weil die geben auch schon 5. Und die Müllfrüchte verkaufen wir natürlich auch. Warum gibt das denn jetzt 16? Da stand 4. Aber ich beschwere mich nicht. Ja, dann machen wir das jetzt einfach so. Wenn wir sonst nicht an Geld kommen und sie sauer ist, weil es sonst immer stinkt. As good as it gets. Sie macht immer schlechte Qualität. Warum ist sie so schlecht? Okay, sie kochen Level 1. Vielleicht liegt es daran. Und vielleicht, weil sie krasse Komplexe hat. Ich meine, im Frühling haben wir auf jeden Fall einige Pflanzen, die dann erblühen. Das ist ja schon mal irgendwas, ne? Der einzige Ausblick in der Zukunft, den wir wirklich haben. Hier ist auch noch eine Müllfrucht. Jawollo. Den leeren Teller tun wir da rein. Dann wühlt sie da drinne. Teile plündern. In Inventar. Yeah, 30 Simoleons. Haben oder nicht haben?
Und dann, wenn sie Bock hat, kann sie ein bisschen spielen. Ein bisschen was für den Kopf tun. Girl, ich darf nicht mit dir reden. Geh weg. Oh mein Gott, warum fighten die hier? What the fuck is happening? Ich hinterfrage einfach gar nichts mehr. Nein, nicht reden. Die sind alle erwachsen. Den darfst du nicht reden. Fütter deine Kuhpflanze bitte. Und um 23 Uhr kann man auch mal schlafen gehen. Sie macht eine Phase durch. Sie wird sich bei jeder Gelegenheit ein Instrument schnappen, oft herumbrüllen und alle Radios voll aufdrehen. Ja. Wenn du eins hättest, klar. Oh mein Gott, die Dusche ist kaputt. Level 5. Besser als nichts. Wir gehen jetzt in den Nachtclub am helllichten Tag und holen uns da was. Weil es ist halt auch irgendwie scheiße, sich immer für so teuer was zu essen zu machen. Und dann verdirbt halt das meiste. Dann gönnen wir uns Chips. Stop talking to me! Dann stellen wir uns hier draußen hin und singen uns einen zurecht. Danke für 8 Simoleons. Danke! Ich liebe euch alle, Leute. Ja! Elaine! So, dann geht sie halt joggen. Danke nochmal für die 8 Simoleons. Außerdem würde sie gerne mit sich selber flirten. Deswegen, klar, let's go. Machen wir doch direkt. Mit sich selbst reden. Man darf sie natürlich noch ein bisschen dancen. Da kann sie auf jeden Fall ein paar Wishes erfüllen. Das ist sehr schön. Sie möchte mit Luna reden. So, gönn dir nochmal ein paar Chips. Stop talking. Ich meine, sie möchte Luna ja viel sehen. Und was, wenn wir ihr eine kokette SMS schicken? Sie möchte ausgehen mit mir. Wir gehen mit. Ich glaube, das ist nicht in Windenburg. Das heißt, wir müssen Geld zahlen. But that's fine. Wir machen das jetzt. Für unsere Luna. Das ist einfach in Mount Komorebi. Aber ich ziehe natürlich direkt das Geld ab. So. 10 Simoleons abgezogen. Hi, girl. Let's talk. Über Geld reden. Okay, dann können wir nochmal sagen, dass sie total toll aussieht. Warum haben die immer eine unbehagliche Begegnung? Naja, vielleicht, weil die aufeinander stehen, aber keiner ist irgendwie so richtig angeht, ne? Also ihr Crush auf sie ist jetzt nochmal krasser geworden anscheinend. Diese Omi im Hintergrund so, aha, von Kicks-Suche schwärmen. Geil. Dann fragen wir sie vielleicht einfach mal, ja, ist da eigentlich wer, den du so interessant findest zurzeit? Ich meine, wir wissen das. Aber Maya ja nicht. Sie ist weg. Immer wenn irgendwie sowas Romantisches am Start ist, dann geht sie, ne? Als wäre ihr das so unangenehm. Als hätte sie Angst davor. Aber ich finde, das spielt voll in die Story rein. Ich sag, wie es ist. Da Maya eine Draufgängerin ist, geht sie das natürlich so ein bisschen an. Aber Luna ist vielleicht einfach nicht bereit. Vielleicht auch, ist sie auch einfach nur nicht bereit für eine lesbische Beziehung. Vielleicht ist das erste Mal, dass sie auf dem Mädchen steht. I love it. Gut, dann gehen wir halt wieder, weil was wollen wir in Mount Komorebi? Luna ruft an. Oh mein Gott. Okay, ich weiß, das wird sich komisch anhören. Wir sind befreundet, aber nun ja, also gut, ich sage es jetzt. Ich habe mich in dich verliebt. Puh, jetzt ist es raus. Würdest du mit mir ausgehen? Du bist so cool. Ich möchte wirklich mehr Zeit mit dir verbringen. Kann mir halt vorstellen, dass sie jetzt dann drüber nachgedacht hat, dass es halt vielleicht ein bisschen blöd rüberkommt, dass sie jemanden einlädt und nachdem es so ein bisschen romantic wird, dass sie dann einfach geht. Aber insgeheim möchte sie es ja doch. Deswegen, vielleicht fällt es ihr einfacher über Text zu sagen, dass sie sie mag. Wird richtig cute. Und wir sagen natürlich, hey klar, ich finde dich auch toll. Wow, wirklich? Das ist ja großartig. Oh, ich bin ja so glücklich, dass ich mich getraut habe, dich zu fragen. Sag mir einfach, wann du Zeit hast, dann gehen wir aus. Jetzt haben wir eine ganz kleine Romantic-Leiste. Und ich liebe es. Süß. Jetzt kann sich ja Maya wenigstens auch sicher sein, dass Luna auch Interesse an ihr hat. Nur vielleicht hat sie halt noch Probleme damit, so körperlich zu werden, sag ich mal. But we will see. Tschüss, Flancy. Tschüss. Sie ist gerade ziemlich happy eigentlich. Deswegen können wir nicht angeln, weil es Winter ist. Alles, was uns Geld bringt, können wir nicht tun. Nein, dann werd einfach schlauer. Und direkt, wenn sie allein ist, kriegt sie wieder ihre Zweifel, ne? Ist irgendwie auch sad. Mizuki! Junge Dame. Sehr wütend. Uncoolen Erwachsenen verspotten. Obwohl Mizuki actually sehr cool ist. Aber sie findet das natürlich nicht, weil sie immer in ihr Leben eingreifen möchte. Was eigentlich gut ist als Mutter. Zumindest zu einem gewissen Grad. Wut verniedlichen. Oh mein Gott. Siehst du, es reicht jetzt. Du siehst doch, dass ich mein Leben lebe. So, dann geht sie jetzt zu ihrem Unterschlupf. Es ist immer schlechte Qualität. Die Fähigkeit steigt dadurch auch eigentlich gar nicht. Aber ich glaube, es liegt auch an ihren 1000 Ängsten. Das steht zwar nicht auf jedermanns Löffelliste, aber Amaya hätte nichts dagegen, in einen Kampf zu geraten. Amaya ist echt so eine Draufgängerin, ne? Aber ich finde es auch irgendwie geil, dass Amaya so eine Wilde ist. Weil so einen Sim hatten wir bisher in dem Let's Play auch noch nicht. Sie ist schon wieder dabei, sich selbst die Geschichte zu erzählen.
Sie ist einfach die wildeste von allen. Tschüss, Flancy, tschüss. Ja, dir ist kalt, das ist mir klar. Deine Schlafkleidung ist jetzt auch nicht sonderlich warm. Aber der Blush sieht richtig witzig aus, wenn sie blau ist. Zeit, um ein paar Dinge wegzuschmeißen, ha? Huh? Eine Schatzkarte hat sie gefunden. Toll. Farbstoff. Das können wir irgendwie nur wegwerfen. Naja, dann machen wir das halt. Ich hätte es auch behalten. Nur so. Jetzt können wir es hier reintun. Und das hier. Girl, hör auf. Du musst den Schnee nicht schippen. So dramatisch ist es auch nicht. Okay, zeig mal. 265. Das ist eine gute Ausbeute, sage ich. Und dann den Müll noch. Für den wir dann jeweils ja 5 kriegen. Nicht schlecht. Und ein Blaffi haben wir bekommen. Süßi. Ich überlege gerade, ob wir den einfach behalten sollen. Ich meine, ein bisschen süß ist es ja schon, oder? Sie ist ja auch ein bisschen wild, also let's go. Time to shower. Ja, wir gehen jetzt nochmal ins Café und singen da. Hallo. Singen üben. Yay. Sie fühlt sich auch inspiriert, das ist sehr gut. Lebensstil verloren, Naturfreak. Weil das Spiel mich verarschen will. Wir waren die ganze Zeit draußen und er immer so, langweilig, weil es ist drin. Level 3 der Unternehmerfähigkeit. Let's go. Danke, danke. Okay, es muss gepieselt werden. Anmachsprüche durchsuchen. Wir können ja Gartenarbeit recherchieren. Als ob er jetzt an diesen PC geht. Dann gehen wir halt an den anderen. Ich meine, sie interessiert sich ja dafür. Es gibt ihr Spaß und sie lernt. Hören Sie auf, mit mir zu reden. Konzentriert. Aha. So, kannst du jetzt noch ein bisschen singen? Oh mein Gott. Elaine hat auch noch ihren Laptop mitgebracht hier. Oh, hier ist Essen. Schnell, renn. Nein. Ich wollte es klauen. Aber wir können diesmal was zu essen bestellen. Wie wäre es mit einem Croissant? Croissant! Ich setze mich auch immer zu Fremden an den Tisch. Glücklicher Single. Weiß ich jetzt noch nicht. Dankeschön. Ich würde gerne auch, dass sie das Level steigt. Danke. Level 5. Vielleicht bestellt sie sich noch ein Milchbrötchen. Lecki. Der Buchclub ist auch hier. Toll. Ab nach Hause, Mause. Ich glaube, sie geht jetzt einfach schlafen. An der Stelle würde ich den Part dann aber auch beenden. Wir haben mehr oder weniger... was erreicht? Ich meine, immerhin hat unsere Liebe jetzt ihre Liebe uns gestanden. Das ist auf jeden Fall schon mal vorteilhaft. Und wir haben ein bisschen Cash gemacht. Es sind so fast 700 Simoleons, die wir gemacht haben. Das ist schon ganz gut. Das heißt, so bis Part 10 sollten wir irgendwann mal an genug Geld kommen. Wir haben jetzt noch 8 Tage Winter. Ich glaube, das schaffen wir auch noch. Spätestens im Frühling werden wir auf jeden Fall gut an Geld kommen dann. Und dann wird sowieso alles besser, hoffentlich. Aber trotz ihrer Komplexe zieht sie das Ganze hier ganz gut durch. Und irgendwann wird sie ihren Eltern zeigen können, was man alles erreichen kann, wenn man den Willen hat. Wenn ihr noch irgendwelche Story-Vorschläge oder sowas habt, dann schreibt sie mir gerne in die Kommentare. Ansonsten hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss!